Hallo und herzlich willkommen zurück zu Creativeverse mit MacManius. Hi Leute und dem Malte. Und dem. Wie hieß der Typ gleich nochmal hier? Warte mal, du bist da unten. Ja, Malte hat richtig. was gefunden und zwar Stalaktiten. Richtig, und Stalaktiten. Siltstone irgendwie. Und noch einen anderen Stein, wie Siltstone Okay. heißt. Scheiße, das ist ja Und Eisen. es wird übrigens wieder hell draußen, ne? Ich sammle davon einfach mal ein, neue Steine, bring immer was. Alle neuen Steine mitnehmen, das ist immer gut. Ja. Auch Also meine da, wo Power Slab. Stalaktiten sind, da soll auch irgendwie Eisen in der Nähe sein, ne? Und dann da in die Höhlen, wo diese komischen Alien-Viecher existieren. Hier Silstone kannst du eigentlich auch mal mitnehmen, weil da hast du dann erstmal neue Rezepte dann, die du lernst. Welchen Stone? Silstone heißt der. Wie sieht Hier der aus? hinten ist der bei mir. Warte, ich komme. Ah, da rechts war noch Kohle, hast du mitgenommen oder lässt der gerade Extraktoren Wo denn? rüberfahren? Nee, da bist du dran vorbeigelaufen. Keine Kohle, das ist Ah, Obsidian. okay, dann nevermind. Da denke ich schon mal ein bisschen was. Man kann mir hier irgendwie die Brightness hochstellen. Warte mal kurz. Ich höre Lava hier. Ja, ich höre Lava in der Nähe hier. Hier irgendwo Okay. hinter diesem ganzen Gedöns hier muss irgendwo Lava sein. Wo ist dieser Stone jetzt? Ach, hier Hier ist hinten. Siltstone. Genau. Oh, krass. Siltstone. Ich grabe mich jetzt hier einmal in die Erde rein, weil hier muss irgendwo Lava sein. Warte mal kurz. Stalaktit. Hier irgendwo muss, hier hinter muss irgendwo Lava sein. Das ist, ich höre die. Soll ich von diesen Siltstone einfach mal ein bisschen was mitnehmen? Ja. Habe ich auch gemacht. Aber ich grab mich jetzt einfach mal tiefer. So. Und was gefunden? Nee, noch nicht. Aber ich höre hier irgendwie Lava, wenn ich mein Headset aufdrehe. Ist das, glaube ich, Lava, was ich da höre. Warte mal. Jo. Ob es Lava ist, weiß ich nicht, aber ich höre es auch. Aber es hört sich halt so an wie Lava. Halt so ein Brodeln. Lava, Lalala. Lava. Mr. Iron, Bombast. hier Iron, Iron, Iron. What the fuck? Wo, 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 wo? Ich will sehen, ich will sehen, ich will sehen, ich will sehen. Ich bin aufgeregt. Wo, Hier. wo, 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 wo? Ja, das ist ein bisschen mehr. Nimm die Advanced Extractor, ne? Auf jeden Fall. 12 kommt da immer raus. Boah. 5 Minuten müssen wir warten. 5 Minuten, Aber das da ist ja kommt noch 12 okay. Eisen raus. Das ist natürlich schon mal sehr geil. Also hier würde ich sagen, graben wir. Hier ist Boah, noch noch mehr. mehr. Noch eins. Hier hinten auch eins, ne? Noch eins, wo? Noch eins. Oh, geil. Voll die Eisenader gefunden hier. Junge, ich war mir Ach, jetzt so guck eng. an. Was denn? Ich hab was gefunden. Wo? Ja, wie kommen wir da runter? Oh, krass. Weiß nicht, kann ich dich schubben? Der Mutige. Oder der Törichte, je nachdem. Auf jeden Ich Fall sieht komme das erst, hier wenn ganz Licht. interessant aus. Ich komme erst, wenn Licht da ist. Ja. Guck erst mal, ob hier noch mehr Eisen ist. Macht das. Also auf jeden Fall, hier ist eine riesige, also hier ist eine, schon eine größere Höhle. Ich guck mal, ob ich hier. Da, da. Voll die Eisenader gefunden, ey. Wie geil ist das denn bitte? Kannst runterkommen. Also ich habe jetzt hier einen Gang gebaut, dass du da runterkommst, ohne irgendwie Fallschaden zu kriegen. Okay. Oh Gott, das ist ein Wurm. Ich dachte, das wäre irgendeine Kiste. Stirb, du Wurm. Glaub, du Wurm.
Was ist denn das, Alter? Ja, mach du mal. Geil, was droppt der? Oh, warte mal, ein Zahn hat der gedroppt. Oh, nice. Schlag mich doch nicht. Ich wollte was aus der Kiste nehmen und dann war's weg. Ja, weil ich's rausgenommen habe. Bist ein Penner. Was haben wir denn hier schon wieder? Mossy Cobblestone, aha. Wieso leuchte ich? Achso, jetzt hat er. Was hast du denn jetzt schon wieder alles gekriegt hier, hä? Irgendwie wär ich geheilt? Wieso wär ich geheilt? Na, guck mal, ist das das Wasser hier? Ja, das heilt dich. Nice. Was? So, also, wir müssen jetzt irgendwie mal gucken, ob wir hier jetzt. Hier ist ganz viel Eisen. Glaube ich, oder? Oh. Ist das Matsch? Ne, es ist Matsch. Schade, dann ist da eine Wasserquelle irgendwo. Aber ich habe hier noch Iron. Das ist definitiv. Oh Gott. Oh, leid. Danke. Auf jeden Fall ist hier eine größere Höhle, würde ich sagen. Mit vielen ungemütlichen Zeitgenossen. Bräuchten wirklich mal was ja, richtig Licht macht. Fall, das ist echt voll Sackgang, ja, ey, oder? Hier sind es noch Eisen. Tino, ziemlich viel. Warte. Zwei Dinge auf jeden Fall. Ich markiere die erstmal mit so zwei Fackeln. Mit einer Fackel hier hinten. Allein ist schon wieder so ein Wurm. Ja, die Würmer kloppen ordentlich. Gehen feste, sagst du. Ja. Wo geht's noch tiefer? Hier sind überall diese Würmer. Wo ist Eisen? Eisen, Eisen, Eisen. Sind diese Alien-Viecher? Ja. Okay. Was hat der denn jetzt gedroppt? Turmalin hat der gekloppt. Droppt irgendwie so ein Stoff. Ach, du Alter! Problem, ich habe auch nur noch 4 Advanced und einen normalen Extraktor. Ah, aber wichtig ist einfach, dass wir das Eisen erstmal mitnehmen. Dann setze ich meinen Teleporter hier hin. Weil du hast deinen noch im Haus, oder? Ja. Dass wir hier immer sozusagen die Sachen hier in Höhle haben können. Krass, das Wasser heilt mich voll. Oh, hier ist auch noch Eisen. Das hier sieht mir aber nicht wie Eisen aus. Das hier ist aber kein Wasser. Oder? Das hier ist so ein. Ich habe auch keine Ahnung, so richtig. Das ist schon richtig dreckig. Müssen mal sehen, ob wir bessere Fackeln bauen können. Das Problem ist. Jetzt hier böse oder sind sie es nicht? Hallo. Sollen wir eigentlich den Weg zurückfinden, ne? Überleg. Ne, mit dem Dingsbums. Ja, klar. Und den jetzt auch unseren Eisen, unser Eisen einsammeln, was wir da vorhin hatten. Oh, cool. So, ganzen Eisen-Dinger. Hier ist auch noch Eisen. Hau ich einfach mal so einen Extractor dran, das dauert wahrscheinlich ewig, oder? Ja, und 10 Minuten und kriegst du. Ja, doppelte Länge. Oh und Gott, da ist Dings. Kriegst halt weniger raus, ne? Oh, mein Schwert ist im Oh, ich hab kein Schwert mehr! Wie scheiße ist das denn jetzt? Ja. Gut, die können nicht ins Wasser, das ist schon mal vom Vorteil. Dann lass uns hier fix die Sachen ein. Ich wollte gerade sagen, lass uns einsammeln und abhauen. Aber es hat irgendwie was mit dem heilenden Wasser. Whoa. Wo ging's denn hier jetzt nochmal raus? Hier noch ein Extrakt. Oh Gott, da dauert noch 3 Minuten 40. Ja, hier, wie lange dauert der noch? 9 Minuten. Ja, noch normaler werden den da hingesetzt. Hier runtergebaut, frage ich mich gerade. Wo bist du denn überhaupt? Ich bin hier bei irgendwelchen Extraktoren, die du hier aufgestellt hast. Ach, so weit vorne schon? Naja, ich bin da nicht bekommen. Ja, da hinten war noch nicht fertig. Ja, 3 Minuten brauchen wir noch. Nützt nichts. Naja, klar. Ich habe ja auch noch 4 Stück, wenn du noch ein bisschen. Warte mal, der ist doch fertig hier. Irgendwie muss doch hier irgendwo der Ausgang sein. Da ist auch noch Eisen. Also hier ist auf jeden Fall viel Eisen. Na, wenn noch Eisen irgendwo ist, sag Bescheid, ich hab noch 3 so ne Dinger. Hier ist Eisen. Das sind ja nochmal echt viel. Hier oben, da, in der Decke. Ah, okay. Da? Oh, den musst du kaputt machen. Oh, der will aber zu mir. Auch nicht. Aber mein Schwert ist auch fast kaputt. Oh, Alter. Ehrlich jetzt?
Okay, dahin, das noch hier ist ja der Weg, den wir hochgebaut haben, oder? Das müsste doch hier sein. Ja, es ist hier. So, nochmal 36, das ist doch... Schön ist das doch. So, hier die Extraktoren hier oben sind auf jeden Fall fertig mit dem ganzen Eisen. Dann stelle ich meinen so, Teleporter... Ich stelle meinen Teleporter dann jetzt hier auf, ne? Ja, ich gehe nochmal hinter in die Höhle, hol mal die anderen. Was ist das? Moid? Irgendwo, oder? Ja. Okay, mein Teleporter steht jetzt hier. Das ist gut. Kann ich mich jetzt eigentlich auch zu deinem Tele... Ah, kann natürlich kannst du. Wie schön! 1 Minute 40 noch. 1 Minute 40 noch. Alles klar. Bloß halt da vorne, die ich gerade noch aufstelle. Ja. Aber ist egal, wenn wir einmal hier sind und jetzt Eisen gefunden haben, dann haben wir auf jeden Fall hier, keine Ahnung, wie viel Eisen wir jetzt haben. 70, 80 bestimmt. Für eine Menge. Aber es ist richtig cool hier mit dem Wasser. Ist auch so sehen. Wir brauchen auch Eisen. Ja klar, für die nächsten Mining Cells. Ja, erstens Mining Cells, dann Rüstung, Schwert. Das wird jetzt alles aus Eisen, ne? Ja klar. Deswegen ist schon ganz gut hier. Wir müssen uns so ein paar Dinge bauen. Wir müssen halt mal sehen, dass wir das Obsidian... Wir brauchen mal irgendwas, womit wir durchbraten können. Ich habe jetzt nochmal... Ich habe nochmal 51 Kohle, aber das Problem ist, man braucht ja eine Kohle, um eine Obsidian durchzubraten. Das finde ich ein bisschen unfair. Ja, müssen wir halt irgendwie Blätter farmen. Das geht besser, da brauchst du 4 Blätter nur. Das Wasser gibt auch auf jeden Fall so einen Heilungsbuff. Das ist ganz cool. Sieht man auch links angezeigt dann. Jo. Wie lange braucht das Eisen da hinten noch? Ja, 6 Minuten noch. Ach so, du hast. Ne, warte mal, das braucht noch 30 Sekunden, das andere noch 6 Minuten, wo der normale drauf steht. Oh. Ernsthaft jetzt? Auch keine Lust. Ich habe hier nochmal Kohle abgebaut. Kohle ist gut. Was hast du hier gebaut? Dann lasse ich die 6 Eisen zurück hier erstmal, wenn wir sowieso hierher kommen. Nehme mir die 12 mit. In 10 Sekunden fertig und dann die anderen 6 Eisen, die 5 Minuten will ich jetzt hier nicht noch warten. So, ich markiere mal. Wie viele Eisen hast du denn schon aufgelesen? Warte kurz. 84. Siehst du, haben wir jetzt schon 100. Ich setze immer so ein paar Bäumchen hin, damit wir wissen, dass hier der Ausgang ist, ne? Sehr halt. Oh, das hat sich sowas von gelohnt gerade. Ja. Definitiv. So, warte mal, die da oben, die 3 Stück brauchen wir noch und dann können wir los. Yep. Na, sag mal. Also ich teleportiere mich schon mal zu deinem Teleporter. Ernsthaft? Ja, warum nicht? Wenn ich alleine hier bleibe, noch 2 Minuten. Ist, du bist doch ein... Nein, bin ich nicht, wenn es um sowas geht. Wusst mir früher, kennst du das, weiß nicht, habt ihr in der Schule auch sowas gemacht? Klassenfahrt, ne? Mhm. Und dann gab es immer so Mutproben. Okay. Das haben sogar die Lehrer gemacht, ne? Mit uns. Im Wald quasi, halt so Nachtspaziergang hat sich das genannt. Dann sind wir halt im Wald so gegangen und dann, da gab es halt so ein Stück, wo man halt alleine laufen musste, ne? Komplett alleine? Komplett alleine, im Dunkeln. Okay. Und das war halt so dann die Mutprobe. Ich hab mich echt rumgedrückt, ne? Aha. Ich konnte mich gut rumdrücken. Es ist nicht aufgefallen, dass ich es nicht gemacht habe. Ja. Boah, ich hab keine Powerzelle mehr. Alter, die ist auch schon down. Ja, wahnsinnig. Warum komme ich jetzt hier raus? Oh, das ist krass, ich hab was gefunden. Turmalin heißt es, da kann man Infused Crystals rausziehen, wenn man das brennt. Okay. So, jetzt erstmal ein bisschen Iron schmelzen hier. Brat erstmal Iron, wenn nicht, müssen wir halt ein bisschen Holz hacken. Ja, hier haben wir den Bäume direkt vor unserer Tür, den hole ich und den... Bin dann auch in 30 Sekunden da. Jo, den klopp ich dann mal weg hier. Auch nochmal 72 Eisen. Na, das ist natürlich krass. Oh, jetzt ist gleiches fertig. Das ist halt geil mit den Teleportern, ne? Ja. Muss man echt sagen. Also, es ist zwar so ein bisschen, naja,
Schmu. Aber na gut, Schmu ist es ja in dem Sinne nicht, weil das Spiel gibt es ja so vor. Aber, ist schon cool auf jeden Fall. Ja, macht Star. Einiges leichter. Auf jeden Fall. Und ich bin mal weg. Woo! Wir müssen echt sehen, dass wir irgendwie größere Lampen kriegen, wo wir das ausleuchten können. Weil die Lampen werden ja wirklich, also umso höher, umso mehr leuchten die aus. Und mit unserem Bienenwachs müssen wir echt nochmal hier erkunden. Ja. Das wächst nicht. Das ist falsch. Ja, so soll es aber eigentlich gemacht werden. Zumindest hat er das eine, was du da irgendwie gelesen. Na, die Frage ist, braucht man bestimmte Leaves oder... Ja, Elderwood stand da sogar drin. Also das ist ja Elderwood. Okay. Eigentlich die Tür auch mal wieder zu machen. Oh, jetzt hab ich hier. So, warte mal. Eisen. Ja. So, du brennst ja schon durch. Hm. Kann ich mir da was nehmen? Ja. Kriegst gleich, was sag ich, schöne Rezepte. Okay, dann baue ich mir gleich mal so eine... Iron Slabs, okay. Braucht man wahrscheinlich für die Karte. Guck erstmal, was wir für die Mining Cell brauchen, weil... Ja, ja, das ist für die Mining Cell. Das zu verarbeiten dauert aber auch gut lange. Alter Verwalter. Wollt. Können wir auch noch machen. Dauert echt lange. Leck mich an. Jo, ein bisschen. Ich glaube 15 Sekunden pro Eisen, was man schmilzt. Ne, nicht das Schmelzen, das zum Slab verarbeiten. Okay. Ich wollte mal gucken, ob wir noch eine Forge bauen könnten. Beide bräuchten wir eigentlich nur noch Wood Slabs. Na, das ist ja kein Problem. Na yes, doch, ist es. Ich hab kein Eisen Wood. Durch. Nee, ich mir mit Iron Wall, Iron Bars. Ah ja, natürlich. Dekadenten Eisenwände bauen. So nice. Ich brauch noch ein Eisen. Ein Eisen. Da, hab's. Gut, jetzt brauche ich zwei Eisen. Zwei Eisenslabs. Ne, vier Eisenslabs. Die sind gerade schon in Produktion. Und ich brauche noch ein Magnetite. Magnetite ist in der Kiste. Hm. Aber nicht in der. Weißt du, was viel schlauer gewesen wäre vorhin? Was denn? Wenn wir, wo wir die Kiste gesetzt haben. Oben die leer gemacht hätten, runtergeräumt und dann oben die Kiste abgebaut und gleich noch mit hergestellt. Ja, das ist richtig. Das ist so richtig schlau gewesen, weißt du, so richtig ja. So. Die coolen Jungs. Ja. Magnetite habe ich, wollte aber eigentlich nochmal gucken, wegen Wood. Noch kein Wood abbauen, aber vielleicht ist ja hier oben Wood drin. Natürlich ist hier kein Wood drin. Holz kann ich in die Kiste packen, hier oben, unten. Ich habe gerade den Baum weggesägt, da ist ein bisschen Holz. Mhm. War ganz nice. Muss ich gerade noch finden, wo ist denn das Holz hier in meinem Inventar? Ich bin blind, ich finde das Holz einfach nicht in meinem Inventar. 3 Minuten, ach, um hier. Einen Iron Slab zu machen, ne? Um 2 Iron Slabs zu machen. 3 Minuten? Ja. Ach du Scheiße. Hier, dann ja. Machen wir da auch nochmal. 2 Iron Slabs draus. Oh, warte mal kurz. Nimm die nochmal raus. Oder warte, ich baue hier. Man kann Iron nochmal weiterschmelzen, ne? Was? Ja, man kann Iron nochmal weiterschmelzen. Was denn? Zu Temperate Iron Bar. Och nee, oder? Wahrscheinlich das noch besser dann. Ja, noch härter wahrscheinlich. Ja. Braucht man für das Schwert? Okay, also für das Schwert braucht man nur 2 Iron, das geht natürlich, ne? Mhm. Die Rüstung auch jeweils nur 2 Iron, das ist ja voll okay. Können wir uns auf jeden Fall noch eine Rüstung alle machen. Alle Mann hier, alle die heute da sind. So.
Das reicht noch nicht. Was wollte ich jetzt noch machen? Ach hier. Genau. Craft. So, ich habe jetzt erstmal noch einen Forge. Vielleicht mal hier noch hin. Drei Minuten, ey, leck mich am Arsch, ne? Tust du das nochmal weiter verarbeiten? Nee. Nee, das ist normales Iron. Normales Iron. Mit was schmelzt du das? Kohle. Kohle oder was? Ja. Wasser, der war shit, ey. Oh, ne, Mist. So, warte mal, das haben wir, das haben wir. Da kann man. Da. Mhm. Bones kann man wegtun. 4 Iron Slabs braucht man dafür, ach du Scheiße. Naja, da muss er schon. Na? Ja, ich habe hier alle drei Dinger rödeln hier gerade rum wegen Iron Slabs. Forge. Was ist da drin? Was auch hier drin? Kannst du eigentlich, wenn du die Forge gebaut hast, noch mehr Sachen bauen? Hast du da was freigeschaltet gehabt? Nein. Glaube nicht. Okay, ich habe hier noch keine Forge gebaut. Ja, bau die doch ab! Ja, geht jetzt nicht. Ja, doch, die hier. Aber die kannst du abbauen. Yay. Müsste eigentlich funktionieren, oder? Ja. Und hast du was gekriegt? Nee. Kann ich hier erstmal rausnehmen, die zwei Iron Slabs? Ja, klar, kannst du machen. Halt, dass du hier den Dings bauen kannst. So, ja. Erstmal ein Schwert bauen. Dazu brauche ich noch Obsidian Rod. Okay. Also eine Dinger. Obsidian Rod. Ja, geht gerade nicht, ne? Alles belegt hier. Okay, ist hier noch irgendwas? Wie viel Inventar hast du noch frei? Genug. Komm mal hier hoch, machen wir die Kiste mit leer. Die Scheiße, die wir jetzt mal runter hier kriegen. Noch 4 Sachen drin. 3 Sachen. 4 Sachen. So, mal gucken. Da TNT brauchen wir nicht. Saplings wachsen eh nicht. Das ist auch so ein komisches Ding. Aber vielleicht müssen die auch ans Wasser. Weiß nicht. Hättest du mal spaßeshalber hier vorne einen am Fluss aufstellen, ne? Oder so. So. Hab ich noch einen? Ich hab so. Auch einen. Stell ich mal den einen hier vorne auf, direkt am Wasser. Ich hab ja schon 2. So. Wie sieht's eigentlich folgentechnisch aus, zeittechnisch? Zeittechnisch ist, dass wir alles, was mit Eisen zu tun hat, leider erst in der nächsten Folge bauen können. Hoho, was für ein Cliffhanger. In diesem Sinne, Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Da bauen wir uns eine fette Eisenrüstung, fettes Eisenschwert, Eisen-Mining-Cell und bla 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 und so weiter und so fort. Und dann gucken wir mal, ob wir noch neue Items dann freischalten und bekommen. Und ja, das war's auf jeden Fall erstmal. Du kannst jetzt eigentlich schon Dings machen, oder nicht? Eine Iron Cell. Du hast mal hier schön angegriffen und hab nur so einen Holzstab. Wäre schön, wenn da mal irgendwie mir jemand helfen könnte. Danke. Gut. Ach so eine Iron Cell. Ja, komm, die können wir auch. Die machen wir auch schnell. Doch, oder nicht? Ja, Moment. Wieso? Ach, jetzt fällt mir ein. Was? Wo ist jetzt. Wieso? Hä? Hier im Linken ist eins fertig, wenn dir die Iron Slab fehlt. Nee, Iron. Iron? Ja, cool, dann packe ich kurz in die Kiste, weil ich habe ja genug im Inventar hier. Gut, danke. So, warte, machen wir die noch schnell. Craft. Ja, mach ich mir auch schnell. Hip. Warte mal, ich kann mir nicht rausnehmen. Das ist einfach zu. Oh, Freeze much. Resistance Potion, Fire Resistance Potion, Diamond Mining Cell. Okay, es gibt da scheinbar noch Diamant. What? Ja, yep, okay. Es gibt scheinbar Diamant. Und das da brauchst nice. Du auch Hardened Lava. Krass, also okay. gibt's doch viel mehr Sachen wie gedacht. Yep. Scheinbar.
Das ist natürlich wirklich nice. Na gut, in dem Sinne würde ich aber sagen, sind wir dann trotzdem erstmal raus. Yep. Ach du Scheiße. Kommen wir noch nicht zum Abmoderieren, weil immer wieder... Was ist denn das jetzt noch alles? Oh, es gibt wirklich noch einen Diamant-Mining-Cell? Oh nee. Oh nein. Dann gibt es doch noch eine Dia-Rüstung. Ja. Was? Na gut, lasst das Däumchen da, wenn es euch gefallen hat. Wir sehen uns im nächsten Part wieder morgen mit dem Techo zusammen. Und ja, wir sind erstmal raus. Tschüss. Ciao.